Hallo meine Lieben, ich habe heute einen Haufen Müll für euch und zwar zeige ich euch halt, was ich in den letzten Wochen so aufgebraucht habe und ich gucke es mir gerade an, deshalb den komischen Geräusche nebenbei, es ist eine Menge geworden, deshalb fange ich jetzt lieber gleich an und das Schlimmste ist, ich habe in ungefähr 4 Wochen schon wieder ein neues aufgebraucht Video, weil ich jetzt schon allein 5 Produkte habe, die ich noch einmal aufbrauchen kann, benutzen kann, dann aufgebraucht sind. Und ich fange als erstes mit den Tüten an, mit den sowas. So. Und zwar, ich habe als erstes Knallt Naturkind Traumfahrer zum Lavendelbad aufgebraucht. Das fand ich schön von der Farbe. Da habe ich mir auch nochmal gekauft und ich mag das sehr gerne. Hat toll gerochen und ja. Dann habe ich, also sehr empfehlenswert, wenn mein Kind ist, habe ich Naturkind Seeräuber Kneipp Schaumbad aufgebraucht. Auch toll. Riecht toll nach Apfel. Fand ich klasse. Und dann habe ich auch noch, ich habe das Ganze voll geschmiert, Naturkind Seeprinzessin aufgebraucht. Das nach Himbeere riecht. Das war mein am wenigsten Favorite. Weil es eine Seeprinzessin ist, finde ich es trotzdem am besten. Weil ich gerne eine Prinzessin bin. Genau. Also, das sind die 3 Bärchen, die ich zusätzlich aufgebraucht habe. Dann habe ich eine Totes-Meer-Maske aufgebraucht von Shavins. Die war cool, es war meine erste Tote-Meer-Maske und die fand ich echt nicht schlecht. Die habe ich auch nochmal und die werde ich, wenn ich die andere aufgebraucht habe, mir nachkaufen. Ich fand die richtig cool. Dann habe ich auch noch eine Balea-Papaya-Feuchtigkeitsmaske aufgebraucht, die in 2 Tüten kam und genau. Ich mache als erstes mal die Haarprodukte. Und zwar habe ich einen Haufen Shampoos aufgebraucht. Als erstes das Dove Feuchtigkeitspflege All Care Nährpflege Shampoo und dazu die Spülung. Die fand ich echt nicht schlecht, die fand ich cool. Die habe ich gerne benutzt. Und die werde ich mir, wenn ich meine anderen Shampoos aufgebraucht habe, vielleicht sogar nachkaufen, wenn ich die anderen Shampoos noch aufgebraucht habe, weiß wie die waren. Ah, das fand ich echt nicht schlecht. Das war cool. Dann, nicht umfallen. Da habe ich von Aussie dieses Miracle Shine Shampoo für stumpfes und glanzloses Haar aufgebraucht. Ich habe da noch die Spülung, die steht noch in meinem Bad, die ist noch nicht ganz leer. Das fand ich auch nicht schlecht, aber ich fand das nicht so gut wie das Duff-Ding, also das kaufe ich mir nicht nach. Ja, war halt cooler Geruch, ne? Aber am Anfang war es nicht schlecht, aber es wurde zum Ende hin, hat es mir nichts mehr gebracht und ja. Deshalb werde ich nicht nachkaufen. Dann habe ich, das sieht so aus, als wäre noch was drin, es kommt noch nicht mehr raus. Von Kérastase, das Bain-Oléo Relax, was weiß ich, wie man es ausspricht. Sprachentalent. Nein, das habe ich aufgebraucht, das fand ich cool. Werde ich mir vielleicht sogar nachkaufen. Mal gucken, ob ich mir das leisten möchte oder nicht. Aber ja, das fand ich echt nicht schlecht. Also das und das hier an Shampoos fand ich gut. Nachkauf. Würde ich vielleicht sogar, eventuell. Und genau, das andere halt nicht so. Dann habe ich von Aldi eine Haarmaske alle gemacht. Die habe ich mir auch schon nachgekauft, weil die ist cool, die gefällt mir richtig gut, die mag ich gerne. Und ich habe von Schwarzkopf, das Gotobi Schmusekatze Anti-Frizz Lotion alle gemacht. Die will ich mir nachkaufen, weil ich bilde mir ein, dass es einen Effekt hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es nur Einbildung ist oder nicht. Nur das Problem ist, ich kriege da halt nichts mehr raus. Ich habe das Gefühl, es ist nicht leer. Es ist noch so schwer, aber ich kriege halt auch nichts mehr rausgepumpt. Das ist ein bisschen doof. Deshalb bin ich noch am Überlegen, ob ich es nachkaufe. Aber ich habe mir einen Effekt eingebildet. Deshalb muss ich mal gucken. Dann als nächstes habe ich ein Deo aufgebraucht. Das Nivea, was ich in meinem letzten aufgebraucht Video schon hatte, meinem ersten. Das Nivea Fresh Natural Deo, 48 Stunden ohne Aluminium. Keine Ahnung, ich finde das so widerlich und schlimm, weil ich habe das Gefühl, das hilft gar nichts. Und ich habe das immer noch, ich habe das 3-mal gehabt und jetzt muss ich noch das 3. leer machen. Und da habe ich zum Glück noch das Garnier das Mal gekauft. Also, das muss ich jetzt noch ein 3. Mal leer machen. Dann kann ich aber glücklich in eine neue Welt hingehen. Und dann als nächstes habe ich ein Duschgel alle gemacht. Das hat mein Freund mir mal geschenkt. Also das war so ein Set. Da ich auch noch eine Bodylotion dazu, ein Badezusatz war da, Peeling. Keine Ahnung, was das ist, alles möglich. Auf jeden Fall habe ich das leer gemacht, hat nach Zitrone gerochen. War nicht schlecht, fand ich ganz okay. Als nächstes habe ich das L'Oréal Paris Hydra Aktiv 3 Skin Perfection, dieses Micellenwasser von L'Oréal halt. Das fand ich ganz gut. Ich
sehe da noch keinen Unterschied zu dem Nivea-Micellenwasser, muss ich sagen, das ich jetzt gerade aufbrauche. Das ist auch schon fast alles, da ist ungefähr noch so viel drin. Ich wollte das Video jetzt erst echt fertig machen, weil es so viele Produkte sind. Und ja, genau, also das fand ich nicht schlecht. Mal gucken, welches ich mir am Schluss nachkaufe. Ich habe ja auch noch das von Garnier. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Sehr vorbildlich. Ich benutze erstmal das andere auf, bevor ich das andere anfange. Und ja, mal gucken, was ich mir am Schluss danach kaufe. Ihr werdet das sehen in einem von meinen Hauls. Dann als nächstes habe ich einen widerlich aussehenden BB Young Care Intensive Care pflegende Soforthilfe bei trockenen Lippen. Also das ist extra für trockene Lippen. Fand ich, habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und hat meinen Lippen jetzt nicht so viel gebracht. Also ich habe wesentlich bessere Lippenpflegeprodukte schon gehabt. Aber es war nicht schlecht, aber ich würde es mir jetzt halt nicht nachkaufen. Weil ich zum Beispiel diese Nivea Lip Butters besser finde. Den einen Lippenpflegestift, den ich in meinen Favoritenvideos im Januar Favoriten gezeigt habe. Von dieser Schweizer Marke. Von der ich übrigens auch noch was aufgebraucht habe. Die seht ihr gleich wieder. Also der würde ich nicht unbedingt nachkaufen. Also nicht wirklich so toll. Ich fand die anderes Blau haben, die von BB auch. So ein milchigeres, dunkleres Blau. Das sind die ganz normalen. Die finde ich nicht schlecht. Die mag ich vom Geruch sehr gerne. Aber den fand ich nicht so toll. Ich habe übrigens nicht nur aufgebrauchte Sachen, sondern auch Sachen, die einfach nur schlecht waren. Zum Beispiel ein Nagellack. Ich weiß nicht, warum ich mir den gekauft habe. Den habe ich mir... Entweder ist er von Topshop oder er ist von... ich glaube, er ist von Topshop. Weil ich habe zwei Nagellacke. Einer ist von Forever 21, den habe ich mir in L.A. damals gekauft. Und einer ist von Topshop, den habe ich mir in London gekauft. Ich weiß nicht, welcher von den beiden es ist. Aber ich glaube ganz doll, dass es der von Topshop ist. Ich hoffe es jedenfalls. Und es könnt ihr... Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Berry Nail Paint in der Farbe Berry 308. Keine Ahnung. Ich habe den zwei, dreimal benutzt. Da habe ich nicht mehr benutzt. Und das liegt dann jetzt schon seit entweder 4 Jahren, 5 Jahren, etwa, oder seit 6, 7 Jahren da rum und wird nicht benutzt. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich schmeiße ihn weg, weil er auch so dickflüssig ist und nicht schön auf den Nägeln. Und genau, den habe ich aufgebraucht sozusagen. Dann habe ich Essie Bordeaux aufgebraucht. Ich kriege halt nichts mehr raus, deshalb schmeiße ich ihn jetzt weg und kaufe ihn erstmal nicht nach, weil ich die anderen Nagellacke aufbrauchen möchte. Ich habe nämlich noch so viele, die ich jetzt aufbrauchen möchte, damit ich die nicht wegschmeißen muss, so wie den hier. Und deshalb wird er nicht nachgekauft. Aber wenn ich also 5, 6 Nagellacke, die ich da stehen habe, aufgebraucht habe, dann kaufe ich mir nach. Und dann habe ich noch die Essence Nail Art Express Dry Drops. Die habe ich auch aufgebraucht, wobei ich die Hefte immer irgendwie, also das ist ja ungefähr das. So viel habe ich über den kompletten Esstisch immer verteilt, weil ich oft auf dem Esstisch meine Nägel lackiere und die habe ich dann, ich habe den manchmal ein bisschen aus Versehen umgeschüttet. Aus Versehen. Ja, genau so ist das dann passiert. Und die anderen Hefte habe ich halt auf meinen Nägeln verteilt. Und den habe ich mir ja nachgekauft, den habe ich jetzt auch in meinem habe ich mir auch gezeigt, dass ich ihn mitnehme. Ich finde ihn echt gut, ich mag das, bilde mir ein, dass es schneller trocknet, keine Ahnung. Ich finde, für 2 Euro kann man da ja nicht viel falsch machen. Dann habe ich noch was für die Nägel. Und zwar von Essence Studio Nails Better Than Gel Nails Top Sealer. Und das ist einfach so dickflüssig geworden, ich kriege da schon was raus, aber es ist so widerlich dickflüssig geworden, dass ich jetzt gesagt habe, ja okay, komm, der kostet 2 Euro oder so, also ich kaufe mir nicht nach, ich kaufe mir jetzt einen anderen mal nach, noch, beziehungsweise jetzt zur Zeit benutze ich ja diesen Make Me Gorgeous von P2 und ja, habe ich aufgebraucht, beziehungsweise ist jetzt halt langsam, wobei der endlich mal ein Jahr alt ist, also weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Empfehlung. Finde ich nicht gut. Also ich fand, der hat dann echt lange gehalten und so, aber der ist inzwischen so widerlich im Auftrag. Der ist auch einfach leer. Das kann auch sein. Dann habe ich ein, ich überlege, wie ich weitermache. Ich habe ein Puder, das gepröselt ist. Nein! Also das gepröselt, das ist von Maybelline. Die Farbe 120, also Fit Me Puder in der Farbe 120, das habe ich aufgebraucht. War nicht schlecht, ich habe noch 2 andere davon in anderen Farben, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Dann habe ich noch andere Puder und dann
beschäftige ich mich mit dem Thema, was für ein Pullo ich mir dann kaufe. Ich glaube nicht, dass ich mir das nochmal nachkaufen. Obwohl, ich fand es echt eigentlich nicht schlecht. So ist es nicht, ne? Aber mal gucken, was ich mir nachkaufe. Ich klicke das jetzt aber wieder. Das ist ja eklig. Und dazu, passend, habe ich den Maybelline Fit Me Concealer in der Farbe 15 aufgebraucht. Gehyptes Produkt auf YouTube. Muss ich nicht viel sagen. Kaufe ich mir irgendwann wieder, wenn ich meine Concealer, die ich da in meinem Schminkkommütchen habe, aufgebraucht habe. So, und jetzt noch die letzten Produkte. Und zwar habe ich noch eine Wimperntusche aufgebraucht von Lancôme. Das ist eine meiner liebsten, allerliebsten Wimperntuschen ever. Die Hypnostrama, was weiß ich, keine Ahnung. Die Bürste sieht eklig aus. Aber sie ist irgendwann jetzt auch eingetrocknet gewesen. Und ich habe mich ewig nicht von ihr trennen können, weil ich sie so toll finde. Mit so einer geschwungenen Bürste, ich finde sie toll. Ich liebe sie. Ich habe die von meiner... Also die erste, ich habe das mal zweite, die ich aufgebraucht habe. Die erste habe ich von meiner Tante mal zum Geburtstag bekommen. Da dachte ich mir, oh, eine Lancôme Wimperntusche. Krass. Dann habe ich die geliebt. Also ich habe die erstmal vier Wochen ungefähr stehen lassen, damit sie ein bisschen trockener wird. Und dann habe ich sie geliebt. Wirklich heiß und innig. Und das war aber die Waterproof. Und dann bin ich in New York gewesen, im Duty Free, und habe mir gedacht, okay, ich kaufe sie mir wieder. Und dann habe ich mit dieser Verkäuferin, ich spreche nicht unbedingt schlecht Englisch, also man kann mich schon verstehen, ich wollte unbedingt eine wasserfeste haben. Und dann habe ich der Verkäuferin die ganze Zeit, also haben wir diskutiert, also ich habe ihr erzählt, dass ich diese Wimperntusche möchte, dass ich sie in wasserfest möchte. Und dann hat sie mir die gegeben und dann habe ich die ganze Zeit geguckt, wo steht denn jetzt da bitte drauf, dass sie wasserfest ist. Habe die 5-mal gefragt, ja, ist das waterproof oder keine Ahnung. War völlig mit den Nerven am Ende, habe mir gedacht, ja, okay, wenn sie mir 5-mal sagt, dass diese scheiß Wimperntusche wasserfest ist, obwohl hier nicht steht, dass sie wasserfest ist, dann wird die ja schon wasserfest sein. Dann komme ich nach Hause, gucke mir die andere an, die wasserfest war, und da steht waterproof hier unten drunter. Und ich war so sauer auf diese keine Ahnung. Ich war nicht, ich war sehr sauer. Weil, ich meine, die ist ja nicht billig, ne? Und ich mag halt nur, also wasserfeste Wimperntusche finde ich besser als nicht wasserfeste Wimperntusche, gerade wenn ich so viel Geld dafür ausgebe. Ich fand sie trotzdem nicht schlecht, aber wenn ich sie mir nachkaufe, dann in wasserfest. Und noch, ja, aufgebraucht kann man nicht sagen, Maybelline Make-up-Schlümpchen. Und dann habe ich noch zwei Handcremes. Und zwar eine, die ich in meinem Aufbrauchen-Video, also ich habe ein paar Sachen aus meinem Aufbrauchen-Video tatsächlich auch aufgebraucht. Egal, also eine aus meinem Aufbrauchen-Video, diese I Love Raspberry and Blackberry, wollte ich jetzt loswerden. Deshalb habe ich sie jetzt so rigoros aufgebraucht. Jetzt kann ich sie wegschmeißen. Die habe ich auch, seit ich in New York war, seit 3 Jahren oder so. Das ist krank. Ich bin froh, sie los zu sein. Und dann noch diese von DC, dieser Schweizer Makel, was ich schon vorher erwähnt habe, wo ich diesen Lippenpflegestift über alles liebe. Die war nicht schlecht. Das ist so Aprikosen-Handcreme. Und die hat die... Hände gepflegt, und es war eine kleine Packung, 30 Milliliter, deshalb habe ich die relativ schnell aufgebraucht. Ich hatte die seit Weihnachten ungefähr, und wenn ich bei meiner Mama bin, mal gucken, ob ich die mir wieder mitnehme. Ja. Also unsere Nachbarin vertreibt es, deshalb muss ich mal gucken. Ich habe auch noch so viel Handcreme, deshalb eher nicht. Also wenn ich jetzt in meinem Raum rumgucke, in dem ich gerade sitze, sehe ich schon 3 Handcremes alleine, ohne irgendwas zu suchen. Und deshalb mal gucken. Ich habe noch ein bisschen was ich vorher aufbrauchen möchte. So, das war's jetzt aber von mir. Also von meinen aufgebrauchten Produkten. Es kommt bald wieder ein neues aufgebrauchtes Video, weil ich irgendwie so viel aufbrauche zurzeit. Das finde ich schön, aber. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ich heute immer noch. Ich bin die ganze Zeit verplant. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, warum mir fällt. Also ich bin ein tollpatschiger Mensch. Tut mir sehr leid. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich total freuen. Und ich verlinke euch meine letzten 2 Videos in der Infobox, meinen Blog und meinen Instagram-Account. Und ja, bis zum nächsten Mal.